There's definitely great white sharks here, but no one's... Yeah. White sharks. Yeah. Fuck. Oh mein Gott. Wie episch kann Radfahren sein? Hello from Laguna Beach. Gestern eine circa 5-stündige Fahrt gehabt und in der Nacht noch angekommen. Heute zu dem hier aufgewacht. Hier hinten ist das Meer. Auf jeden Fall, Leute, wir gehen jetzt frühstücken am Beach, surfen, Radfahren, sind hier zu Besuch bei dem Richie, habe ich eh schon erwähnt. Ich freue mich. Dranbleiben auf jeden Fall. Ich habe so das Feeling, das wird wieder ein super epischer Tag. So, und hier haben wir den Richie. What's up? What are we going to do? Well, we're going to go get some food and check out the surf. Look at this awesome ride! Leute, wir sitzen hier einfach mal in einem Golfkart. Fahren hier in Kalifornien rum. Wie geil! It's good because you can park here. Yes. You look super badass. I like this thing on. It's easier. That looks fun. Maybe I'm going to take one. Uh-huh. Firewood and have a barbecue. And yeah, is it like that? Yeah. Everything is like so, in the movies, yeah, for us. Kinda, yeah. Oh my god! How many shops are all there right now? Could be zero, could be a couple. I don't know. The water's too dirty and dark to see them. I don't know if this is good or bad. Exactly. There's definitely great white sharks here, but no one's... Yeah. White sharks. Yeah. Fuck. It's all the babies. They're just cruising. The babies? Yeah. Okay. Ich fühle mich irgendwie so ausgeliefert. Ja, hier. Oh Gott, hör auf! Oh mein Gott! Worship. 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 Waves gesurft heute. So krass. Also, im Surfen heute habe ich komplett versagt. Es war heute das zweite Mal Surfen in meinem Leben. Ich habe es letztes Jahr circa um die gleiche Zeit bei meinem Roadtrip mit Skoda und Wheel of Cycling gemacht, zum ersten Mal. Das war in San Sebastian in Spanien. Heute eben das zweite Mal hier in Laguna Beach. Es macht auf jeden Fall mega Bock. Ich habe zumindest eine Welle gecatcht und auch nicht ganz im Stehen erwischt, aber zumindest diese Welle sicher so 20 Meter lang gesurft, also dass die einen so mitnimmt und sowas macht schon richtig, richtig, richtig Bock. Aber ich habe mir, wie man hier sieht, sind ja überall diese Steine und Felsen und die sind teilweise ziemlich scharf und ich habe jetzt ein paar so kleine oder größere Schnittwunden auf meinen Zehen und Füßen und das ist ist halt nicht so geil, vor allem, ich will ja keine Haie anlocken. Nee, macht mega Bock, ich genieße einfach hier gerade die Sonne, Strand, diese geile Luft hier. So, zurück vom Beach, wir waren jetzt noch lecker mexikanisch essen und am Sea Otter hatte der Richie neue Vans an, und zwar welche, die super, super leicht sind. Und dadurch, dass wir ja in seiner Hometown sind, meinte ich, ich muss unbedingt zu dem Store, wo es diese Vans gibt. Das war jetzt das letzte Paar in meiner Größe und tja, die werden anscheinend nicht mehr produziert, aber ich schwöre euch, die wiegen, keine Ahnung, als würden die 5 Gramm wiegen, ist sie mega leicht. Tja, eigentlich wollte ich nur die Schuhe, aber das ist halt leider wieder etwas. Jeans, ein Hemd, Socken. Tja, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Auf jeden Fall, jetzt machen wir uns ready fürs Mountainbiking, deswegen auf jeden Fall wieder dranbleiben. Für die, die noch nicht abonniert haben, lasst mir doch ein Abo da. Unser Roadtrip ist noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall, dieser Tag ist ja schon wieder voll bepackt mit insanely good stuff. OC ist schon ziemlich nice. Das Wetter ist unglaublich gut. Vielleicht werdet ihr mich auch nie wieder zu Hause sehen. So, fahren hier in Laguna Beach. Hier ist einfach mal Sand. Richie? Du! Alright, let's go! Okay. Dann schauen wir mal, was mich da jetzt erwarten wird. Oh Gott. Tja, für mich ist das echt schwer. Der Boden ist halt mega loose, wie man sieht. Ich meine, ich habe super Grip, aber still kind of scary. Und jetzt sind hier überall diese Rinnen. Man sieht überhaupt nicht, wo der Trail weitergeht. Nicht mal hier, wo es flach ist. Oh mein Gott, wie episch kann Radfahren sein. Holy shit! Look how epic! So fucking epic! Shit. Ah. Boah. Boah. Wie schwer das ist, in diesem feinen Sand zu fahren, das bremst total. Dieser Ausblick ist einfach einmalig. Fuck. Seht euch diesen Ausblick an. Fuck! Wie schon erwähnt, für uns geht es jetzt weiter in Richtung San Francisco, da morgen unser Flug von dort weggeht. Womöglich ergibt sich's auch noch, dass wir heute nochmal biken gehen, was ich mir echt wünschen würde. Denn morgen ist eigentlich quasi wie so ein verlorener Tag. Der Flug geht circa um 3, aber das Motorhome muss am Vormittag zurückgebracht werden. Dann weiter am Flughafen, Gepäck einchecken. Und ja, leider ist dann die Reise dann schon wieder zu Ende. Aber Leute, ich freue mich mega, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran und ich hoffe, viele solche Trips werden im nächsten noch folgen. Danke fürs Zusehen, dranbleiben, Abo da lassen, Like, Kommentar, alles hier lassen. Ich freue mich. Ah, Fabio, vielleicht, wenn wir schon nicht zum Biken kommen, vielleicht schaffen wir es in San Francisco tätowieren zu gehen heute. Ja, ja. Oder nicht in San Francisco, ja, sondern keine Ahnung, vielleicht da, wo wir jetzt irgendwo stehen bleiben. Ja, ja. Fabio, was passiert hier? Und so schnell passiert es, dass man einfach mal wieder mit 2 neuen Tattoos nach Hause kommt. So Leute, ich muss euch jetzt was zeigen. Und zwar gibt es hier man sieht es gar nicht, die Peach Street. Das hier ist Peach Street. Angekommen in San Francisco am Airport. Alles schon eingecheckt, unser Gepäck. Aber erstmal snacken. Pschuh.